Servus, Freunde, und ein herzliches Willkommen. Was geht ab bei euch? Sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Wie man unschwer erkennen kann, war ich heute beim Friseur, weil die Haare, so wie sie davor waren, eindeutig nicht mehr klar gehen. So kann man jetzt auf jeden Fall wieder rausgehen, sich unter Leute zeigen und feiern gehen, wie sich das gehört. Hat sie sehr gut gemacht, muss ich zugeben. Bin auch sehr zufrieden mit. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen kürzer, je nachdem. Also, weswegen dieses Video? Ich wollte mal so einen kleinen Rückblick machen auf meine ersten 12 Videos, die bis jetzt rausgekommen sind. Ich bin vor einem Monat neu angefangen und bis dahin, also bis jetzt quasi, sind 12 Videos rausgekommen, mit diesem jetzt 13. Und ja, ich wollte mal so ein bisschen was dazu sagen, wie das so ankommt, was die Leute mir so sagen und alle sowas drumherum. Also, von den Klicks her, ja, könnte natürlich mehr werden, würde mich auch freuen. Aber für den Anfang, finde ich, geht das schon einigermaßen fit. 2 Videos stechen natürlich hervor, das Jizzes Unboxing mit 1078, glaube ich, und das Schwester Error Unboxing mit 1400 oder 1500 Aufrufen, glaube ich. Ist auf jeden Fall schon in Ordnung, aber ist ja auch noch überall eine Steigerung nach oben. Ich bin ja auch gerade erst neu angefangen, deswegen gönnt euch meine nächsten Videos. Ich werde mich auf jeden Fall immer verbessern und an mich arbeiten, weil ich euch natürlich gute Videos bieten will und mich selber auch immer verbessern will. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin meine Videos schaut, mir einen Daumen nach oben da lasst und meinen Kanal abonniert. Ja, ich bin eigentlich recht zufrieden, auch von den Kommentaren her. Die meisten, die da drunter sind, sind sehr positiv. Auch gute Freunde, die mich privat über Instagram, Facebook und SMS, was es da nicht alles gibt, angeschrieben haben, waren auch alle sehr zufrieden, haben mir auch ein paar Tipps gegeben, inwieweit ich mich noch verbessern könnte, wo ich noch besser schneiden könnte und wie ich das alles noch einigermaßen auf ein besseres Niveau machen könnte. Aber wie gesagt, jeder fängt mal klein an. Ich würde sagen, mit der Zeit kommt die Routine, oder ich würde sagen, nicht Routine, sondern werde ich eingespielter und somit werden die Videos auch hochwertiger. Das ist ja letzten Endes auch das Ziel, dass ihr zufrieden seid. Einige waren es bis jetzt schon, was mich auch sehr freut. Also behaltet meinen Kanal im Auge. Nächstes Wochenende kommt ein neues Video, ein neues Unboxing-Video. Seid gespannt. Und ich würde sagen, hau ich jetzt noch ein paar neue News raus, Rap-News. Erstmal kommen wir zu dem Diss-Track von PA Sports, der ja jetzt nicht mehr PA Sports heißt, sondern sich neuerdings, also er will nur noch PA genannt werden, wegen diesem Diss-Track jetzt, so wie ich das eben mitbekommen habe auf Rap-Update, soll er sich jetzt wohl nur noch mit PA angesprochen fühlen. Also Leute sollen ihn nur noch mit PA ansprechen. Muss er selber finden, also meiner Meinung nach zu dem Diss-Track, meine Meinung zu dem Diss-Track jetzt. Also ich muss sagen, er ist sehr, sehr gut geworden, sehr krass, sehr inhaltlich, auch sehr stark gegen Casey geschossen. Was einige natürlich feiern und andere auch nicht. Und wie Casey auch schon selber sagt, jetzt hat PA rausgehauen, dass er bei Banger weg ist, was er natürlich lieber selber gesagt hätte, aber nun denn. Jetzt wissen die meisten auch, dass Casey bei Banger weg ist und erstmal auf Familie, mehr Familie macht, Geschäfte. Er hat ja genug eigene Läden, Shisha-Bars, Shisha-Lokale und was weiß ich nicht noch alles. Shisha-Shops und Online-Shops, also läuft auf jeden Fall bei ihm. Ja, PA, sein Diss-Track, kann man sich auf jeden Fall geben. Ist auch echt krass geworden, wie ich schon davor gesagt hatte. Aber ich finde, man sollte jetzt nicht zu 100%, ich will ihm nichts unterstellen, aber ich würde nicht zu 100% alles glauben, was er darin gesagt hat. Das soll jetzt kein Angriff gegen ihn sein.
jeder soll sich halt seine eigene Meinung bilden, was er davon hält, zu welcher Seite er hält. Und ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg in weiterer Zukunft, genauso wie Casey, der jetzt hoffentlich demnächst auch mal wieder neue Sachen bringen wird. Und ja, es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend, was da noch passieren wird. So, Play 669, also Play 69, Entschuldigung, hat einen türkischen Part rausgehauen, da er eine Wette mit Mert verloren hat. Also, ich verstehe kein Türkisch, aber ist auf jeden Fall sehr krass und sehr gut geworden. So wie er da rüberkommt in dem Video und wie er das rüberbringt, macht er das auf jeden Fall sehr gut. Ein krasser Song. Gönnt euch den mal, auch wenn manche von euch vielleicht kein Türkisch verstehen. Gebt euch den Track einfach mal, gebt euch das Video und lasst ihn auch einen Daumen nach oben da, weil er ist auf jeden Fall ein korrekter Junge. So, Summer Jam hat auch ein neues Video rausgehauen mit Alles vorbei. Auch ein überragender Song geworden, krasses Video. Gönnt euch den Shit auch mal und ja, lasst ihm auch einen Daumen nach oben da, ist auch ein krasser Künstler. Sein Album Endstufe kommt bald und ja, wird krass. Zu 100% auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Dann, Kollega und Farid haben einen neuen Remix zu Sturmmaske, war das glaube ich, rausgehauen, wo die Kapital rausgeschnitten haben. Und dafür, wen haben die dafür nochmal zugefügt? Jigsaw, genau, mit King Khali, sein Part ist glaube ich drauf geblieben. Und dann Jigsaw haben die hinzugefügt. Ja, kann man jetzt so und so drüber denken, aber ich habe den Track selber noch nicht gehört, aber soll sehr krass sein und sehr gut ankommen. Muss ich mir später auch mal geben, aber gönnt euch den auf jeden Fall, kann sich ja jeder seine eigene Meinung drüber machen. So, das war's mit dem Video. Wie gesagt, nächste Woche gibt's ein neues Unboxing-Video von mir. Zieht es euch rein, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Lasst mir für dieses Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein paar News gab es ja auch wieder von mir. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, bleibt munter und ich wünsche euch was.